Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Yoshi's Woolly World. Der letzte Part war richtig episch, denn wir haben gegen Audrey gekämpft, den man ja auch schon aus Yoshi's Island kennt. Und sie haben auch das Easter Egg, das es damals mit ihm schon gab, wieder einigermaßen wiederverwertet hier in dem Spiel. Also richtig episch einfach nur. Und auch der Part wird ziemlich genial werden, weil wir nämlich das Speziallevel aus Feld 4 machen werden. Audreys Rache, und das hört sich auch höchst interessant an. Doch bevor wir das gleich spielen werden, will ich erst noch kurz hier in Level 4-7 diesen einen Stempel nachholen, den ich ja damals nicht finden konnte. Denn mittlerweile weiß ich, wo er ist, und ich will euch kurz zeigen, wo man den denn finden kann. Und zwar ist das Ding gleich hier am Anfang, denn ich habe mir ja damals das Ding hier geholt und bin dann damit hier nach unten gefahren und dann weiter nach oben. Man muss aber drauf kommen, dass man, der ist ja hier am Anfang eben, dass man ihn hier wegfrisst und dann hier hingeht, weil nämlich hier etwas versteckt ist. Darauf bin ich nicht gekommen. Ich habe öfter mal nachgeguckt, ob hinter diesen Dingern vielleicht irgendwas versteckt ist, aber genau an dieser Stelle habe ich nicht dran gedacht, leider, als ich das gesucht habe. Und hier unten ist er. Ja, okay. Kann man leider nichts machen, aber jetzt haben wir ihn auf jeden Fall. So, dann hätten wir das also auch geschafft. Und wie schon gesagt, jetzt gleich freue ich mich richtig auf das vierte Speziallevel. Denn, wie gesagt, der Kampf gegen Audrey war auch schon richtig episch. Also nicht nur die Tatsache, dass eben das Easter Egg quasi in der Art wieder vorkam oder halt es eine Anspielung darauf gab, das war schon richtig episch. Aber auch der Bosskampf selber, den fand ich ziemlich cool, auch gar nicht einfach. Er hatte viele verschiedene Attacken, wo es auch gar nicht so einfach war, denen auszuweichen. Und die Frage ist, was ist jetzt Audreys Rache? Ist das jetzt ein reines Bosskampflevel? Das kann eigentlich nicht sein, weil wir müssen ja trotzdem in dem Level 5 Blumen, 5 Wunderwollen und 20 Stempel finden, und die kann man nicht nur bei dem Bosskampf bekommen. Ich glaube eher, dass es eine Verfolgungsjagd ist, wo wir jetzt die ganze Zeit wegrennen müssen vor Audrey oder irgendwie sowas. Wir schauen einfach mal und starten auch. Ne, halt, wir starten nicht. Ich hab's fast vergessen. Ich will natürlich auch passend den Audrey-Yoshi nehmen. Also jetzt läuft der Audrey-Yoshi wahrscheinlich gleich vor Audrey weg oder Audrey kämpft gegen Audrey oder so, wie auch immer. Auf jeden Fall wird das Level gleich ziemlich, ziemlich episch werden. Da bin ich mir fast zu 100% sicher. Und wie episch das genau sein wird, das werden wir jetzt gleich sehen. Lieber Entwickler, lasst die Finger weg von den Drogen. Okay, schwer, aber cool. Mhm, da bin ich gespannt. Ja, lieber Entwickler, lasst die Finger weg von Drogen. Da bin ich jetzt gespannt, wenn das schon einer hier schreibt, was dann hier auf uns warten wird in dem Level. Ja, Audreys Rache. Ich kann mir noch nicht wirklich was darunter vorstellen. Ich bin schon echt jetzt gespannt, was sie sich hier haben einfallen lassen. Okay, ja. Boah, ich habe mich gerade voll erschreckt gerade eben. Ganz ehrlich. Ich habe mich übelst erschreckt gerade eben. Ja, das ist auf jeden Fall ein Verfolgungsjagd... Oh Gott. Ein Verfolgungsjagd-Level. Und währenddessen muss ich hier alles einsammeln. Ah, das ist wieder äußerst böse. Nein, ja, toll. Was ist denn das? Da muss ich... Ja, das ist die Blume. Und da links war noch jetzt ein Juwel, den ich jetzt verpasst habe. Ja, weißt du was? Ich starte nochmal neu. Weil ich gerade viel zu perplex war, weil da plötzlich Audrey dann erschienen ist. Ich will mal kurz neu starten, jetzt dann gleich das Ganze ein bisschen schneller machen. Aber ich muss... Ja, wenn ich mir die Wollen hier holen will, dann kommt Audrey schon. Das ist ein bisschen fies. Und warum ist da unten die Piranha-Pflanze? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Weil ich habe da gerade eben nichts gefunden, als ich da unten bei der Piranha-Pflanze war. Aber da muss doch eigentlich irgendwas sein, oder? Aber ich habe nichts gefunden gerade eben, keine Ahnung. So, hier ist die Wolke, zack. Mit Blume. Aber der linke war kein Stempel, aber trotzdem wollte ich das natürlich überprüfen. Hier nach unten und hier nach oben. Oh Gott. Das Level ist... Nein! Ernst? Was? Das macht mir das zu? Achso, ich kann... Ah, ich kann Audrey aber abschießen. Und dann... Ah, okay, da habe ich ein bisschen mehr Ruhe. Okay. Ich will mich trotzdem nochmal umbringen. Heieieiei. Also mir fällt auf, dass man oftmals bei den Spezialleveln Zeitdruck hat. Was ich aber eigentlich cool finde, weil das Ganze dann wirklich sehr, sehr schwierig macht. Und es sind auch öfter mal irgendwie Scrolling-Level und halt wirklich Level, wo man halt eben viel Stress hat und schnell weiter muss. Aber da habe ich nichts dagegen, weil das Spiel hat ja ansonsten sehr, sehr wenige solche Stress-Level, sondern viele Erkundungs-Level. Und deswegen ist ja ab und zu mal so ein Stress-Level bei den Spezialleveln eben eigentlich gar nicht so verkehrt. So, den will ich da auf jeden Fall haben, bevor der zugemacht wird. Ne, was, das war gar kein Dingenses? Ernsthaft? Aber der war einer, okay. Und da hoch muss ich auch. Oh Gott. Hilfe! Es ist viel zu viel Stress hier. Es ist viel zu viel Stress. Oh mein Gott. Okay, also ich muss mir aber wirklich merken... Was zum Teufel? Ich muss den da runter... Nein! Ich muss da unten den Cooper-Panzer hinschmeißen. Wow. Wow, Leute. Also hier alles in einem Versuch zu bekommen, ist echt ultra schwierig. Ach du heilige Scheiße. Ja, das wird noch ein großer Spaß werden. Das wird noch ein riesengroßer Spaß werden. Aber ich muss mir auf jeden Fall definitiv merken, dass ich eben Audrey auch abwerfen kann und er dann ein bisschen Ruhe gibt, für kurze Zeit zumindest. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Na, mach halt eine Stampfattacke. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig und das muss ich mir auch definitiv merken. Ja, ich hänge jetzt ein bisschen hinterher, weil ich da gerade ein bisschen lang gebraucht habe. Ich hoffe, ich schaffe das noch alles hier. Also der war ja gar nicht wichtig, aber der hier ist wichtig, der rote da. Und, nein, ich habe die Wolle vergessen. Shit, stirb. Geh hoch. Nein! Du blöde Piranha, die Piranha-Pflanze war total im Weg.
Nein! Nein, 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 nein! Ja, das wird nichts mehr. Nein, geh halt hoch, Yoshi! Koopa, komm her! Und hol mir die Dinger da. Okay, er hat sie mir noch geholt. Was zum Teufel? Ja, ich komm nicht an. Nein! Mann, das ist doch böse. Ich komm zu gar nichts. Sterben. Mein Gott, ey. Also ich glaube, wenn man das Level ganz normal spielen würde, dann würde es sogar gehen. Dann wäre es gar nicht so schwierig. Also jetzt auch nicht einfach. Nee, das sage ich nicht. Aber dann wird es zumindest irgendwie machbar sein. Aber hier vor dem wegzurennen, vor dem Wahnsinnigen. Und währenddessen alles einzusammeln, da muss man absolut perfekt spielen. Man darf hier keinen einzigen Fehler machen. Keine Sekunde stehen bleiben, immer schon weitergehen und am besten auch, jetzt habe ich das vergessen sogar, und am besten auch das Level komplett auswendig lernen, dass man genau weiß, wann was kommt und dementsprechend eben schon vorher reagieren kann. Auch ganz, ganz wichtig. So, hier gleich ganz nach oben springen, damit ich die Wolle sofort bekomme. Nice. Das kam jetzt hier. Hier kommt der Abschnitt da, ja. Den einen Koopa brauche ich gleich, der jetzt da rechts kommt, damit der mir das da unten holen kann. Zack. Das heißt ja schon, jetzt hier alles mitnehmen, weil da ist am Ende vielleicht ein Stempel dabei. Ja, seht ihr? Ich musste das komplett leeren. Boah, wie fies, ey. Zack. Und Blume, bitte. Dankeschön. Und da ist wieder... Ach Gott, ein Fragezeichen mit Herzen. Na toll, Herzen wollen natürlich auch alle. Ja, die Herzen werde ich aber nicht schaffen in dem Versuch. Das weiß ich jetzt schon. Oh Gott. Aber das ist nicht schlimm, das hole ich dann einfach nach. Okay, da sind ein paar Wollen. Jetzt muss ich hier so blöd nach oben. Ja, komm. Nein, gib her. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Yoshi, nein, mach nicht. Ich wollte eine Stampfattacke machen. Was ist da? Was ist da? Da ist eine Blume. Ich habe sie noch bekommen. Tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Level ist komplett hardcore. Das Level ist komplett hardcore. Heftig. Richtig heftig. Ich weiß gar nicht, ob ich hier irgendwann mal, wenn es zu lange dauert, schneiden soll. Oder ob ich euch alles zeigen soll. Aber ich will eigentlich... Scheiße. Das habe ich schlecht gemacht. Aber ich will eigentlich schon alles zeigen. Ja, ich hänge jetzt schon so weit hinter... Nein, ich habe doch... Ja, das wird jetzt schon sehr, sehr schwierig. Also es kann auch gehen, wenn ich jetzt hier alles perfekt mache, aber es wird schon sehr schwierig. Also die hier muss ich ja nicht kriegen. Die sind egal, aber den da muss ich kriegen. Das war knapp. Komm her. Hoch. Hoch. Nimm's dir, nimm's dir. Sehr schön, okay. Nein! Ja, du Idiot! Gott, ey. Also wie gesagt, die Herzen sind mir jetzt erstmal völlig egal in dem Versuch. Also wenn ich das nicht schaffe, da kacke ich total drauf. So, schnell, schnell. Panzer mitkommen, rein da und holen für mich, danke, okay. Ich kann jetzt wieder ein bisschen was aufholen. Ja, hier sind eh nur Herzen drin, aber die sind mir ja völlig egal, wie gesagt. Weil die Herzen werde ich dann einfach nachholen, wenn ich das Level dann nochmal spiele und mich dann auch wirklich nur auf die Herzen konzentrieren muss, dann ist das Ganze viel gechillter, als wenn ich hier alles nebenzu machen muss. Ja, dass das auch alles Stempel sind, ist auch so fies natürlich. So, jetzt hier nach unten, zack, aufmachen, was ist hier drin? Der Blume war da drin, okay, ich habe sie bekommen, sehr schön. Und hier nach oben. Ich bin... Was? Ich bin eingequetscht? Das kann wirklich passieren. Was? Man kann eingequetscht werden? Okay, das finde ich aber. Das finde ich aber doof, muss ich sagen. Also das finde ich Level-Design technisch nicht gut gelöst. Ich finde es eine gute Idee, dass diese Juwelen da eingekreist werden von diesen Ranken da und man sie dann nicht mehr bekommen kann, man sich deswegen beeilen muss. Das finde ich eine sehr gute Idee sogar. Aber dass man da. Scheiße. Ach ja, komm ey, mach neu. Aber dass man da eingequetscht werden kann und da nicht mehr weiterkommen kann, das finde ich eher schlecht, muss ich sagen. Also sowas mag ich nicht, wenn man irgendwie eingequetscht wird und sich da nicht mehr bewegen kann in Jump'n'Runs. Das finde ich ein bisschen eine schlechte Wahl irgendwie. Aber okay. Aber dafür ist ja die Idee ja, wie gesagt, ganz gut, dass die Dinger halt, also dass die Juwelen halt eingesperrt werden und ich die da nicht mehr bekommen kann, wenn ich mich nicht beeile. Das ist schon gut, aber sie hätten es so machen sollen, dass Yoshi halt nicht eingesperrt werden kann, weil das ist ein bisschen blöd irgendwie, wenn ich dann eben schon eingesperrt werden kann. Aber okay. Und wir haben jetzt die Hälfte von dem Level oder so gesehen. Das ist halt das größte Problem auch. Es wird noch so viel hier kommen in dem Level. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles hinkriegen will. Ist echt mega schwierig. So, her damit. Koopa, komm her und holen für mich. Okay, also mittlerweile kenne ich das Level zumindest einigermaßen auswendig und weiß deswegen, was ich hier immer an den verschiedenen Stellen zu tun habe. So ein bisschen zumindest. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. So, also wenn ich schon die Chance habe, das mit den Herzen zu schaffen, dann probiere ich es natürlich auch. Aber ob ich das wirklich so hinbekomme, weiß ich halt nicht. Aber ich gebe mein Bestes. So, zack. Die muss ich ja auch kriegen hier, die Orangen, weil das sind ja Stempel, wie wir vorhin mitbekommen haben. Und boah, die Stelle ist auch so fies, muss man sich so beeilen, hey. Okay, oh, das war jetzt gut. Oh, war das gut. Hat er das gerade gesehen? Total der Skillshot hier. So, den nehmen und nicht eingequetscht werden gleich. Boah, ist das fies. Wird das auch eingequetscht, der Rote? Ich weiß nicht genau. Nee, der wird nicht eingequetscht. Oh Gott. Muss ich dich töten? Ist hier was? Nee. Aber ein paar Wollen kriege ich jetzt wieder. Okay. Da will ich auf jeden Fall hin. Hoch da. Okay, okay, okay. Wir haben die dritte. Ja, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte von dem Level. Oh Gott, was kommt jetzt? Kommen wir zum Bosskampf? Quasi.
Ne, er macht jetzt. Ich habe eins verpasst, verdammt. Er macht jetzt hier Hyperspeed-Modus, na toll. Ja, und während. Ja, und währenddessen soll ich jetzt alles eins. Mal haben die eigentlich komplett einen Arsch offen. Wie will ich denn jetzt. Währenddessen. Nein! Komm her, wie will ich denn jetzt währenddessen da alles einsammeln? Der große. Ja, ich. Ja, komm her. Ach Gott, nein, da ist auch wieder einer. Nein. Ich kann, oh Gott, ich kann jetzt auch Audrey nicht. Ach Gott. Ich habe jetzt auch Audrey nicht mehr zurückschleudern können. Oh mein Gott, Leute. Das Level ist komplett hardcore. Das ist komplett hardcore. Das ist bisher das schwierigste Level, das wir hatten. Definitiv. Also, ja, wie gesagt, wenn man das Zeug nicht einsammeln will, dann geht's sogar. Dann kann man da eigentlich ganz gut durchkommen. Aber selbst dann ist das Ende, glaube ich, relativ schwierig, wenn der da völlig durchdreht und da so mega schnell ist. Ich glaube dann, also selbst dann ist, na shit, habe ich vergessen. Ich glaube, selbst dann ist das relativ schwierig, wenn man das Zeug nicht alles einsammeln will. Aber wenn man es einsammeln will, dann hat man auf jeden Fall riesige Probleme in dem, komm her, in dem Level. Nein! Du dummes Ding, lass mich raus. Jetzt habe ich all meine Wollen verloren. Ja, nee, das ist auch schon wieder, ja, komm, töt mich. Oh mein Gott, ey, was ist das für ein Level? Mann. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob ich auch irgendwie jetzt nur die Hälfte einsammeln sollte und die andere Hälfte dann nochmal in einem anderen Versuch, aber es bringt mir ja nichts, weil es gibt ja auch hier keine Checkpoints, deswegen kann ich auch gleich versuchen, alles in einem Versuch einzusammeln. Also da jetzt irgendwie dann versuchen, jetzt nur die Hälfte einzusammeln, das bringt mir auch nichts, ehrlich gesagt. Ich muss einfach versuchen, das alles hier perfekt hinzubekommen. Warum vergesse ich das jetzt immer? Das gibt's noch nicht. Komm her. Nein, geh halt hoch, Yoshi. Oh Mann, ey. Ja, ich bin jetzt wieder fast ein bisschen zu lahm. Ja, nee, es geht aber noch. So, rüber da und den hier holen. Und hier hoch zur Wunderwolle. Okay, ich muss da gar nicht die Piranha-Pflanze benutzen, das ist ganz gut. So, zack. Ich kann mir jetzt mal das andere schon holen mit dem Panzer hier. Hat der das gemacht? Ja, er hat es mir geholt. Und du bist im Weg. So, herkommen. Oh Gott, ey. Du bist auch im Weg. Geh weg, geh weg, geh weg, weg. So, zack. Nein, ich hab zu... Nein! Nein, 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 nein. Komm, hol's mir. Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin hier gerade völlig am Verzweifeln. Ganz ehrlich, das ist brutalst schwierig. Das ist brutalst schwierig. Ich werde aber nicht, ich werde nicht aufgeben. Ich werde das weiter versuchen, bis ich schaffe. Wir waren ja auch schon relativ weit. Und ich lerne, wie gesagt, immer mehr dazu. Ich vergesse zwar auch die Hälfte immer wieder von dem Levelaufbau, ich weiß, aber... So, hier ist jetzt was. Ich habe es mir diesmal wieder gemerkt. Halleluja. So. Ich weiß ja auch mittlerweile schon, das ist ja auch ganz gut, ich weiß schon, welche Juwelen Stempel beherbergen und welche nicht. Und dadurch kann ich halt bestimmte Juwelen, die ich nicht brauche, weil ich das eben schon weiß, die kann ich dann einfach auslassen. Und dadurch halt ein bisschen was an Zeit mir ersparen. Das ist auf jeden Fall auch ganz, ganz hilfreich. So, herkommen. Zack. Okay. So, jetzt bin ich relativ weit am rechten Bildschirmrand, aber das ist ja gut so, weil es heißt, dass ich dann noch sehr viel Zeit übrig haben werde immer. So, wunderbar. Hier war auch was. Hier waren die Herzen. So, her damit. Sind zwar nicht so mega wichtig, wie gesagt, aber... Wenn ich schon die Chance habe, will ich die auf jeden Fall auch mitnehmen. So, hier schnell durch. Und wieder ein paar Wollen bekommen. Dankeschön. So, und hier so irgendwie durch. Ja, die Stelle ist doof, finde ich. Nein, oh Gott. Was zum... Nein, nein! Die, oh Gott, die Stelle ist... Die Stelle ist richtig beschissen. Ich weiß gar... Ich weiß nicht genau, wo ich da am besten hoch soll. Ich habe da totale Probleme irgendwie. Ich habe kein, ich hab noch keine Ahnung, wie ich an der Stelle am besten hochkommen soll. Die ist richtig scheiße. Ja, fuck, ey. Mann, und das Problem ist ja auch, es kann ja gut sein, dass selbst wenn ich es jetzt das Level irgendwann mal schaffen sollte, dass uns dann am Ende noch irgendwas fehlt, dass wir irgendwo einen Stempel übersehen haben oder so. Das kann ja auch gut sein, keine Ahnung. Und das wäre dann natürlich richtig bitter. Aber ja, das wäre nicht so schlimm, muss ich halt diesen einen Stempel nochmal nachholen, das wird dann schon gehen. Aber ich will auch ganz gerne wirklich das Level in einem Versuch zu 100% abschließen. Also abgesehen von den Herzen vielleicht, aber ansonsten, ich will alles in einem Versuch finden und sammeln. Weil das wäre schon ziemlich episch, wenn es das gelingen würde. Ich habe zwar irgendwie mittlerweile meine Zweifel, dass es wirklich so klappen kann, wie ich mir das vorstelle, aber ich hoffe es zumindest noch. Und ich werde es auch weiterhin noch versuchen, ob das vielleicht nicht doch irgendwie noch hinhaut und ich das schaffe. Ich hoffe es auf jeden Fall. So, hier wieder oben rum. Ja, das kann ich jetzt schon einigermaßen gut, aber jetzt kommt gleich wieder mein Lieblingsabschnitt. Ich versuche mal jetzt schief zu schießen, vielleicht bringt das mehr. Ja, es geht so. Ja, doch, war eigentlich ganz gut. Ja, shit. War eigentlich ganz gut. So, den wieder da durchwerfen, so wie gerade eben. Ja, das ist auf jeden Fall am besten, wenn man das da so macht. Ziemlich cool, dass es so einfach klappt. So, den einsammeln, bevor ich gleich wieder eingesperrt werde. Ja, das ist echt ein ziemlicher Schwachsinn, dass man da eingesperrt werden kann, finde ich. So, dich hier... Oh Gott, komm her. Und wieder ein paar Wollen haben. So. Eieieiei. Da oben auf jeden Fall auch hin. Das ist ja auch das Problem, dass ich die Wunderwollen halt nicht bekommen kann durch Eier abwerfen. Da muss man auf jeden Fall auch gut aufpassen. So, die Herzen alle mitnehmen. Ich habe alle erwischt, okay. Jetzt ist es wieder im Rage-Modus. Nein! Ich wurde runtergedrängt von... Das ist nicht dein Ernst. Ich wurde runtergedrängt von der Ding. Das kann nicht dein fucking Ernst sein, Spiel. Komm her. Danke.
Und du auch. Oh Gott. Ach nein, komm her. Nein, oh, die Blume da oben ist richtig beschissen. Zack, okay. Hab ich's geschafft? Sind wir fertig? Haben wir alles? Uns fehlt ne... Das ist nicht dein Ernst. Was ist... Hier ist noch was. Nein, komm her jetzt. Hier ist sie. Ja! Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, wir haben das Level zu 100% abgeschlossen. Oh mein Gott. Oh Gott, war das Level anstrengend. Aber auch cool. Richtig, richtig cooles Level. Wow. Heieieiei. War das cool. Richtig schwierig, wie gesagt, aber sowas mag ich. Oh, ich liebe diese Speziallevel, die sind so cool. Wie gesagt, das mag ich so gerne, dass man in den eigentlichen Leveln halt schön viel erkunden kann und eigentlich nie Zeitdruck hat, die aber auch schon nicht ganz so einfach sind. Und dann hier die Speziallevel, da geben sie einfach Vollgas, im wahrsten Sinne des Wortes, weil man eben auch total Zeitdruck hat und währenddessen noch alles einsammeln muss, also das gefällt mir total gut. Also nur solche Zeitdrucklevel mag ich nicht, aber wenn es halt immer schön abwechselnd ist, dann ist es eigentlich perfekt, finde ich. Also das ist dann echt super. So, und du bist ein, lass mich raten, ein N64-Yoshi. Ja, das war schon irgendwie zu erwarten. Sehr cool, ich kann dich gleich mal kurz nehmen. Yay, sehr schön. Sieht ja nicht hübsch aus. Und er hat auch wieder hinten die typischen Farben vom N64. Sehr schön. Gut, dann möchte ich ja mit Welt 5 auf jeden Fall nicht mehr anfangen. Wir könnten noch in den Museumspavillon gehen und uns das neue Zeug anschauen und anhören. Oder haben wir dafür noch, ja, eigentlich, ja. Ja, nee, komm, können wir noch schnell machen. Was soll's, passt schon. Und dann beim nächsten Mal geht's los mit Welt 5, mit Level 5.1 und vielleicht auch 5.2, je nachdem, wie schnell wir das sind, mit einer Eis- bzw. Schneewelt. Da bin ich auch schon sehr gespannt, denn die gab es ja auch schon in Yoshi's Island und ich bin gespannt, wie sie die hier umgesetzt haben. So, neue Gegner, was haben wir denn da alles? Die Nummer 8 fehlt noch, das scheint auch irgendeine Shy Guy-Art zu sein, weil das sind alles hier Shy Guys. Du bist ein Boo-Guy, mit dem man aber nichts drücken kann. Also, ihr wisst ja immer, wenn da rechts unten A steht, kann man noch etwas drücken und dann macht er nochmal irgendwie eine Aktion oder sowas. Die Pirsch-Piranha, die zum Beispiel. Ah, okay, das ist, wenn ich ihren Hals abgeschlagen habe. Und das ist eine Fliege. Ihr Körper ist eine Fliege. Oh Mann, ey, das Spiel ist so verrückt einfach nur, aber auch so cool. Ah, wunderschön. So, hier in der Mitte fehlt uns noch einiges. Also ich bin auch gespannt, ob ich das am Ende wirklich alles so hinbekommen werde, dass ich da alles habe. Der Lippenwels, boah, der ist so eklig. Jetzt springt er gleich hoch bestimmt, ja. Oder ob mir da am Ende noch was fehlen wird. Mir wird bestimmt noch was fehlen und ich muss dann nochmal irgendwie in Level zurückgehen und nochmal da Gegner abwerfen, weil ich das wahrscheinlich vergessen habe bisher oder so. Kann gut sein. Aber ich werde auf jeden Fall in Zukunft jetzt, wenn es geht, immer dran denken, dass ich Gegner auch wirklich immer mit Wolle abwerfe, wenn wir dann neue Gegner treffen sollten. Ein Kerzenschleimi, okay, das ist der Typ da. Den haben wir in dem Buhu-Level da gesehen. Mit dem Vorhang da, wo immer die Plattformen erschienen sind und auch wieder verschwunden sind. Möchte gern Spornstickerei. Auch sehr schön. Wunderbar. Und ich glaube, Boss haben wir doch bestimmt auch noch neue, nämlich Audrey zum Beispiel, genau. Audrey, ein richtig genialer Boss und auch ein richtig geniales Level gerade eben. Uah, auch richtig widerlich. Sehr schön, okay. Und das war's, glaube ich. Ja, das war's. So, dann wieder noch ein bisschen neue Musik hören, denn die ist ja auch immer ziemlich, ziemlich episch in dem Spiel, wie ich finde. So, aber es dürften nicht so viele Tracks sein. Wir haben einmal hier Vorhang auf mit Affenzahn. Okay, das war auch dieses Stresslevel da. Also die Musik hört sich schön an, aber ich finde, sie passt irgendwie nicht, weil die ist auch so chillig und ruhig. Das ist so eine Strandmusik, finde ich. Irgendwie hört sich so an, so ein bisschen. So eine Strandwassermusik. Aber zu so einem Stresslevel passt die irgendwie, finde ich, weniger. Aber also an sich hört sie sich gut an, aber sie passt irgendwie nicht so gut. Albtraum aus Spukstoff. Ja, das passt schon eher. Jupp, eine sehr stimmige Musik. Die ist zwar jetzt nicht so super zum Mitsummen, aber sie schafft halt eine gute Atmosphäre. Und das ist ja auch oftmals wichtig für Musik. Und was haben wir hier noch Neues? Wir haben bestimmt noch was Neues. Zum Beispiel Welt 4 müssten wir auch noch neu haben. Aber ansonsten gar nicht so viel. Es gab nur zwei unterschiedliche Tracks in Welt 4 oder wie? Das kann eigentlich gar nicht sein. Es gab doch mehr. Keine Ahnung. Audrey. Oh, wow.
Die geht ziemlich ab. Gefällt mir aber. Jupp, schöne Bosskampfmusik auf jeden Fall. Und wie gesagt, Welt 4 müssen wir auch noch haben. Oder? Ne, die ist, warum ist Welt 4 gar nicht neu? Achso, stimmt, die haben wir uns ja schon an. Stimmt, ja, stimmt, richtig. Wir haben ja schon nach Welt 4.1 ein bisschen Musik gehört. Und deswegen kennen wir die schon. Okay, dann gab es jetzt nur 3 oder 4 neue Tracks, glaube ich. Oder kommt nochmal hier ein neuer am Ende? Ich glaube eigentlich nicht. Ne, das war's. Okay. Aber ist auch nicht schlimm. Aber auf jeden Fall wieder schöne Musik, wie man es halt von dem Spiel auch gewohnt ist. Gut, Leute, dann würde ich sagen, war es das für diesen Part von Let's Play Yoshi's Woolly World. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch noch meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn wir dann mit Welt 5 anfangen werden. Wie schon gerade eben gesagt, handelt es sich dabei um eine Eis- bzw. Schneewelt. Und dann fangen wir auch an mit Level 5.1, wenn wir uns noch kurz den Namen angucken wollen. Und zwar heißt das Flauschneeball-Effekt. Okay, oder Flauschneeball oder Flauschneeball? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird das, glaube ich, ziemlich cool werden. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.